Hier ist die 870. Gute-Nacht-Geschichte von Ab ins Bett am Donnerstagabend. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast. Ich bin Marco und ich freue mich mit euch gemeinsam auf diesen Donnerstagabend. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, heute haben wir die 870. Gute-Nacht-Geschichte. Das heißt, wir steuern auf die 900. Gute-Nacht-Geschichte zu in diesem Jahr. Die wird es, denke ich mal, Anfang Mitte Februar geben. Ich glaube, am 11. Februar gibt es die 900. Gute-Nacht-Geschichte. Und zur 1000. die wird auch ja dieses Jahr sein, gibt es was richtig, richtig Großes hier bei Ab ins Bett. Jetzt aber heißt es erstmal, nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang, spannt jeden Muskel an, den ihr habt. Haltet das ein klein wenig und lasst euch dann ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute am Donnerstagabend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 870. Gute-Nacht-Geschichte für Donnerstag, den 12. Januar. Finn und der Streifenwagen. Finn ist ein ganz normaler Junge. Es ist auch ein ganz normaler Tag. Es kann sogar der heutige Tag sein. Finn spielt am liebsten mit seinen Autos. Und er hat so viele Autos. Große, kleine, winzige und riesige. Sein liebstes Lieblingsauto ist allerdings sein Polizeiwagen. Eine Funkstreife, also ein Streifenwagen der Polizei. Der hat ein blaues Licht auf dem Dach und an der Seite steht Polizei mit weißer Schrift auf blauem Grund. So erkennt man die Polizei überall. Und wenn sie dringend zu einem Einsatz müssen, dann schalten sie das blaue Licht und das Martinshorn an. So sind alle anderen Verkehrsteilnehmer gewarnt. Und sie wissen, Achtung, die Polizei kommt und die Polizei muss einmal durchfahren. Finn wird am liebsten auch einmal mit einem echten Streifenwagen mitfahren. Bisher kennt Finn Streifenwagen nur von außen, vom Vorbeifahren. Er hat schon öfter einen Polizeiwagen gesehen, bei dem das Blaulicht an war und das Martinshorn. Einmal stand er so dicht neben einem Polizeiauto mit Sirene, dass er sich sogar die Ohren zugehalten hat. Dieser Lärm ist ja kaum auszuhalten. Was die Polizisten im Streifenwagen wohl machen? Ob die sich überhaupt im Streifenwagen unterhalten können oder müssen die sich anschreien, weil es so laut ist? Wahrscheinlich ist es aber im Auto gar nicht so laut wie außen. Finn weiß es ja eben nicht, er ist ja noch nie mitgefahren. Stattdessen spielt er. Natürlich auch mit seinem Polizeiauto. Und er liebt es, mit dem Polizeiauto zu spielen. Er jagt andere Autofahrer und Verbrecher, die zu schnell unterwegs waren oder die etwas angestellt haben. Das Polizeiauto fängt sie alle ein. Heute ist Finn aber ganz aufgeregt. Denn morgen wird er tatsächlich ein Polizeiauto von innen sehen. Morgen macht er nämlich einen Ausflug mit der Schulklasse zum Polizeirevier. Und der Polizist Herr Widinski, der neulich schon in der Schule war, der hat gesagt, dass sich jeder einmal auch in ein echtes Polizeiauto reinsetzen darf. Finn ist so aufgeregt, dass er am Abend gar nicht einschlafen kann. Endlich ist es soweit. Als Finn morgens aufwacht, da wundert er sich. Sein Spielzeugauto, sein Liebstes, das Polizeiauto, ist nicht mehr da. Eigentlich hat er früh immer noch ein paar Minuten, um mit seinen Lieblingsautos zu spielen. Aber heute macht das gar keinen Spaß. Wie auch, wenn das Lieblingsauto nicht da ist. Naja, nach dem Frühstück geht er nun zur Schule, immer noch aufgeregt. Warum braucht er auch das kleine Spielzeugauto, wenn er heute ein echtes Polizeiauto sieht? Als Finn nun vor der Tür steht, da wundert er sich, dass nun ein Polizeiauto vor seiner Tür steht. Was will denn die Polizei hier, denkt sich Finn ganz leise. Dieses Polizeiauto, das da ebenso einfach vor der Tür steht, mit dem Blaulicht, der weißen Schrift auf blauem Grund, das kommt Finn doch irgendwie bekannt vor.
Es ist das gleiche Auto, das Finn noch als Spielzeugauto hat. Nur ein klein. Und jetzt steht es vor der Tür. In ganz groß. Seltsam, meint Finn. Er probiert, ob die Tür offen ist. Wo sind denn die Polizisten? Und seltsamerweise sind die Türen tatsächlich offen. Und das Auto, das eine Sirene hat, geht zum Glück nicht an. Also, die Sirene bleibt leise. Dafür geht was anderes an. Das Funkgerät im Auto. Die Polizei hat ein Funkgerät, mit dem sie mit anderen Polizisten und mit der Polizeistation sprechen kann. Und aus dem Funkgerät hört Finn nun auf einmal: Hallo Finn, schön, dass du da bist. Hier ist Herr Widinski, der Polizist. Setz dich ins Auto und komm einfach schon mal ins Revier. Mit Sonderrechten. Sonderrechte heißt mit Blaulicht und mit Martinshorn. Wie von Geisterhand fährt das Polizeiauto los. Finn ist ja noch nie wirklich Auto gefahren, geschweige denn ein Streifenwagen. Und nun sitzt er drin. Mit Blaulicht, Martinshorn, fährt er nun quer durch die Stadt. An der Ampel sieht er seinen besten Freund André. Er winkt ihm zu. André fallen fast die Augen aus dem Kopf. So lang sind seine Augen. Und so überrascht scheint er, den Finn in einem Polizeiwagen zu sehen. Und das noch als Fahrer, nicht mal als Beifahrer. Das Polizeiauto, das Finn nun steuert, das bringt er zielgerecht zum Polizeirevier. Und von dort aus fährt Herr Widinski zur Schule. Finn sitzt auf dem Beifahrersitz. Und es ist alles so, als wäre es ganz normal. Nur einen klitzekleinen Augenblick später macht Finn aber die Augen auf. Ach, und er liegt in seinem Bett. Das Polizeiauto, das ist aber nicht da. Zumindest nicht das Kleine. Wo ist denn das Polizeispielzeugauto? Vielleicht steht es ja doch vor der Tür. Als Finn dann zudem noch die Sirene eines Polizeiwagens hört, da ist er sich sicher. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett, träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Gute Nacht.